Wir werden mit staatlichen Aktivitäten alleine nicht vorankommen, sondern es geht um eine umfassende Transformation unseres Lebens, Arbeitens und Wirtschaftens. Und deshalb will ich hier ein klares Plädoyer einlegen für die Bepreisung von Kohlenstoffemissionen, von CO2-Emissionen. Mit einer solchen Bepreisung, die wir in der Europäischen Union schon haben, die in China eingeführt wird und die mit vielen anderen zusammen weltweit entwickelt werden muss, können wir unsere Industrie, unsere Wirtschaft dazu bringen, die technologisch besten und effizientesten Wege finden, um zur Klimaneutralität zu kommen. Und es geht um die Veränderung unseres Wirtschaftens, Arbeitens. Und das ist eine umfassende Transformation. Dann werden wir wissen, wie wir am besten CO2-freie Mobilität, CO2-freie Industrie und CO2-freie Prozesse unseres Lebens arrangieren können. Deshalb mein klares Plädoyer: in der Dekade des Handelns, in der Dekade, in der wir jetzt leben, national ambitionierter zu sein, aber global Instrumente zu finden, die nicht nur Steuergelder einsetzen, sondern auch wirtschaftlich vernünftig sind. Und das ist für mich die CO2-Bepreisung. Herzlichen Dank.